Du könntest mit der Tierliste noch machen, auf welcher Map welche fünf Agents am besten in Kombination funktionieren. Meinst du meine Lieblings-Comps, wie es gespielt wird, oder was? Das ist aber schwer zu sagen, weil das, ich finde, das ist... Aber ja, wir können es tryen, wir können es tryen. Okay, dann auf Ascent. Chat und Racing finde ich in jeder Map austauschbar miteinander. Ich weiß nicht, ich glaube, ich würde hier eher eine Raze noch sehen als eine Jett. Na, obwohl, doch eine Jett eher. Okay, das würde ich sagen, ist auf Ascent die beste Comp. Da muss bei gemerkt sein, man kann jederzeit die Jett mit einer Raze austauschen und jederzeit die Fade mit einem Sova austauschen. Und rein theoretisch kannst du auch den KO mit einem Sova austauschen und Fade Sova spielen. Das geht auch voll klar. Es gibt auch keine Preferable Sentinels. Ich finde nur, dass Killjoy und Cypher auf der Map beide besser funktionieren als Chamber, aber Chamber ist trotzdem legiter Pick. Und bei den Smokes kannst du auch Astra spielen und Brim ist auch noch viable. Also Essen ist, glaube ich, das flexibelste, was die Comp angeht. Dann auf Breeze auf jeden Fall eine Viper, ist ein Must-Pick. Ein Chamber, das finde ich auch ein Must-Pick. Hier auch eine Jett, definitely. Ein KO und ein Sova, würde ich sagen. Ich sortiere das auch mal wieder so, dass es mit dem oben Sinn macht, glaube ich. Also, ja genau, dass das so in Line ist. Hier ist wichtig, KO ist der stärkste Initiator auf Breeze, meiner Meinung nach. Auf Breeze denke ich, Viper ist nicht austauschbar. Man kann, wenn man komplett mental im Kopf ist oder man ist Paper Rex, dann kann man statt einer Jett auch eine Rainer spielen. Chamber ist, glaube ich, nicht ersetzbar. Und KO ist der stärkste Initiator, einfach auch mit der Begründung, er hat das Knife, womit er dann zum Beispiel eine Sova-Drohne, einen Skydog canceln kann, womit er einen Chamber fucken kann, womit er eine Viper fucken kann. Und das Wichtigste, er kann auch durch die Wall von der Viper durchflashen. Das ist die stärkste Flash durch die Viper-Wall einfach. Das ist richtig, richtig crazy, also mit der KO-Flash für einen guten Push. Also ich glaube, KO ist auf der Map mit Abstand der stärkste Initiator. Ich glaube, der Sova ist spielbar und das ist Geschmackssache und kommt von Team zu Team an. Man kann ihn aber auch ohne Probleme austauschen gegen eine Sky, auf jeden Fall. Man kann ihn eventuell auch gegen eine Fade austauschen. Ich würde ihn nur in der Comp jetzt drin haben, weil du mit KO eh schon die Flashes mitbringst. Deswegen würde ich das, glaube ich, slightly preferen. Aber wie gesagt, das ist da, also jeder Initiator außer Breach funktioniert statt Sova hier auch, glaube ich. Gut, dann Bind. Auf Bind, das ist jetzt noch underrated, weil es noch nicht viel gespielt wird, aber ich bin der Meinung, dass Fade dort richtig stark sein wird. Races must pick bei den Duelists. Ich finde bei Smoke und Brimstone am stärksten, aber den kann man auch austauschen. Das soll auch kein Problem sein. Ich würde hier auch einen Chamber sehen. Ja, ja, Astra ist auch Tier hier. Astra ist auch Tier. Safe. Das ist dasselbe wie auf Ascent. Auf Ascent kannst du den Omen ohne Probleme mit einem Astra austauschen, wenn dein Team drumherum spielt. Und auf Bind kannst du den Brim auch gegen Astra austauschen. Du kannst auch den Omen spielen hier, aber ich bin nicht der Meinung, dass es so gut ist. Ich würde eher dann sagen, wenn du schon umstellst, dann spielst du eher eine Viper oder so noch, ja. Aber den Brim kannst du easy durch einen Astra austauschen, 100 Pro. Dann ist halt die Frage, was spielt man noch als letztes? Ich meine, da gibt es viele Sachen. Du spielst hier vielleicht einen Double Initiator, du spielst vielleicht ein Double Duelist Setup. Also das ist, glaube ich, sehr Geschmackssache. Du kannst auch eine Sage noch spielen, rein theoretisch. Ich glaube, ich würde am ehesten noch eine Sky hier sehen jetzt. Ich bin generell mehr der Fan von Double Initiator Meta, wie man vielleicht an dieser Tierlist schon erkennen kann. Also sprich, an der Tierlist an dieser Comp, ja. Muss man ehrlich sagen. Also ich bin der Meinung, dass Double Initiator Meta, wenn du sie richtig spielst, die stärkste ist. Aber es kommt immer drauf an. Es ist von Team zu Team unterschiedlich, das kann man nicht sagen. Das ist schwierig zu sagen. Eben genauso wie du manche Agents austauscht. Also ja, machen wir es mal weiter so und ich gehe dann am Ende nochmal durch, was ich alles denke, was man tauschen kann. So, auf Fracture. Das ist auf jeden Fall Neon ist dort S-Tier, hundertprozentig. Ich bin auch der Meinung, dass KO dort stark ist. Ich glaube aber, man kann auch einen Breach dort gut spielen und muss nicht auf einen KO gehen. Ich würde hier auch einen Cypher sehen. Smoke ist wahrscheinlich Brimstone way to go. Und der letzte Pick ist dann sehr flexibel. Also da kannst du sehr viel noch drumherum spielen. Du kannst sagen, du spielst noch eine Jett. Du kannst sagen, du spielst eine Raze. Du kannst sagen, du spielst eine Sky. Du könntest auch eine Sage spielen, rein theoretisch. Ich glaube, am ersten würde ich hier eine Raze sehen noch. Ist das eigentlich die Dings-Comp? Ist das die Focus-Comp? Ja, oder? Focus spielt genau das, oder? Weil ich finde, die Focus-Comp ist stark. Die ist richtig stark. Aber man kann es natürlich auch einfach umbauen. Du kannst auch sagen, du spielst statt einer Neon eine Jett und statt dem KO einen Breach. Du kannst auch statt dem Cypher und Chamber spielen, wenn du möchtest. Bei Smokern weiß ich nicht. Ich glaube, eine Viper ist unter irgendwelchen Umständen machbar, aber ich denke, dass Brimstone hier mit Abstand der stärkste Smoker ist. Und die Raze ist halt auch sehr austauschbar. Breach must pick a Fracture? I don't know about that. Ich glaube, das Easyste, was ich austauschen würde, wäre das hier. Aber ich glaube, dass die Comp stärker ist. Ich bin selber Breach-Fan, ich spiele immer Fracture, aber ich glaube, dass das die stärkste Comp ist, die du spielen kannst. Na, Viper ist kein must pick a Fracture. Auf gar keinen Fall. So, dann Haven. Da bin ich raus. Ich hasse Haven. Haven fuckt mich ab. Ich hasse diese Map. Ich glaube, ich würde am ehesten eine Killjoy als Dings hier spielen. Ich würde eine Jett spielen. Ich würde vielleicht sogar eine Astra picken. Mit der Killjoy Util gemeinsam. Die Map ist halt so Müll. Dann überlegen. Vielleicht sogar Sky KO? KO Chamber wäre actually wild. Ich glaube, das ist eine geisteskrank wilde Comp. Keine Ahnung, ob das viable ist. Aber ich glaube, das ist geisteskrank. Du alter Sage-Hater. Nein, Sage ist auf jeden Fall gut. Ich mache jetzt gerade nur, was in meinen Augen die absolut beste Comp ist. Aber man kann sehr viel drauf herum austauschen, denke ich.
Weil das Ding ist, warum ich denke, dass das hier gut ist, du kannst mit KO sehr viel Info collecten. Du kannst aber genauso gut statt dem KO eine Sky oder einen Sova spielen, das funktioniert auch. Mit Killjoy kannst du eine Side komplett halten. Mit Chamber kannst du mit deinem Bot eine zweite Side so Offguard halten. Kannst genauso gut eine Sage statt dem Chamber aber verwenden, aber Chamber ist dann auch besser in der Offensive und seine Ult ist noch besser wahrscheinlich. Astra hat extrem gute Synergies mit KO und mit Killjoy. Die funktioniert richtig gut auf der Map. Ist aber genauso gut durch einen Brim oder Omen austauschbar, glaube ich. Und eine Jett kannst du hier immer spielen, ist aber genauso gut austauschbar durch eine Raze. Dann Icebox, Viper Must-Pick. Ich glaube, dass hier das Setup, was Optik spielt, das Beste ist. Was spielt Optik noch? Optik spielt noch eine Killjoy, glaube ich, ne? Nein, spielt Optik eine Killjoy? Warte, was spielen die nochmal? Sky oder Sova? Da ist aber auch, auf Icebox ist auch die G2-Comp halt super stark, aber ich bin der Meinung, dass die Optik-Comp stärker ist. Wait, kann ich da nicht das Match sehen? Doch, hier, ne? Precarious. Die haben keine Icebox gespielt. Was ist denn das jetzt? Da, ja. Genau, Sova spielen die. Sova, Sage, ja. Das ist, finde ich, die beste Comp, die du hier spielen kannst. Sova und Sage. Und du spielst den Chamber hier als Duelist mit dem Chamber, der dich enabled. Du spielst den KO als Duelist, der vom... Hä? Ich habe einen Gehirnschaden. Du spielst den Chamber als Duelist und der KO enabled dich. Wieso war das so schwer jetzt? What the fuck? Das ist, finde ich, die stärkste Comp hier. Du kannst aber auch die G2-Comp spielen. Die spielen Sage, Chamber, Killjoy, Jett, Sova, glaube ich. Das ist auch gut. Auf Split ist eigentlich KO auch ein Must, finde ich. Sova ist hier nämlich Arsch. Und Cypher wird hier auch gespielt auf jeden Fall. Eine Raze ist auch ein Must-Pick. Und dann vielleicht sogar Sage und Breach. Nein, hast du keine Smokes, nevermind. Sage oder Breach. Und dann noch ein Smoker. Vielleicht sogar Breach Viper. Breach Viper oder Omen Sage. Ich glaube Omen Sage. Würde ich hier am liebsten sehen. Versuche es halbwegs zu sortieren, dass es irgendwie Sinn macht. Wenn ich sagen müsste, ich kann nur eine Teamcomp aussuchen auf jeder Map, die ich am stärksten finde, dann wären es die hier. Aber jetzt, um die Additions dazu aufzuholen. Auf Ascent kannst du eine Fade durch einen Sova austauschen. Du kannst aber genauso gut den KO durch einen Sova austauschen und hier Double Initiator möglich spielen. Du kannst aber genauso, wenn du Bock drauf hast, auch eine Sky statt dem jeweiligen nehmen. Beziehungsweise ich glaube, Sky KO ist nicht so geil wie Fade Sky oder Fade KO, aber die sind alle viable dort. Alles außer Breach. Breach ist auch spielbar, aber finde ich der schlechteste Initiator auf der Map. Viele Leute spielen auch lieber einen Cypher statt der Killjoy, finde ich auch komplett viable. Chamber ist eher der schlechtere Sentinel auf der Map, kann aber ebenfalls gepickt werden. Bei den Smokern, da gibt es Leute, die spielen Brim, ist auch voll okay, du kannst hier Brim spielen. Es gibt aber auch viele Teams, die Astra spielen und ich glaube, eine Astra ist ja auch stark und viable. Astra kannst du hier auf jeden Fall auch spielen, geht bei vielen Teams. Und beim Duelist gibt es den Spielraum, du kannst von Jett auf Raze gehen. Das, denke ich, ist die, was du hier changen kannst. Dann auf Breeze, Sova richtig stark, du kannst ihn aber genauso gut in Sky austauschen, kannst aber auch den KO durch den Sky austauschen. Und in manchen Nischen-Teams ist wahrscheinlich hier auch eine Fade einsetzbar und spielbar. Chamber ist der beste Sentinel. Du kannst ihn aber nicht picken und kannst stattdessen für eine Sage zum Beispiel gehen. Finde ich aber jetzt nicht so smart. Du könntest aber dann zum Beispiel die Jett weglassen und dann spielst du Sage Chamber. Das geht. Viper ist nicht ersetzbar. Und bei Duelists Jett oder du spielst Chamber als Duelist und machst dir noch was drumherum, ja. Dann auf Bind, Fade oder Sova für Double Initiator Setup. Du kannst auch einen KO spielen. Breach ist wahrscheinlich in irgendwelchen Szenarien gemeinsam mit Fade irgendwie viable. Keine Ahnung. Das wird sich vielleicht noch rauskristallisieren. Aber Breach ist an sich auf der Map nicht schlecht und spielbar. Chamber ist der beste Sentinel, die anderen beiden sind viable. Kann man auch spielen, auf jeden Fall. Raze ist nicht austauschbar, meiner Meinung nach. Wer hier Jett over Raze spielt, ist absolut am Trollen. Und die Synergy, wenn du Raze mit Fade spielst, ist krank. Da kannst du sehr, sehr viel mitmachen. Und dasselbe gilt für Brim. Brim hat so viele Synergies mit Raze und mit Fade. Also erstens mal, dass er halt natürlich mit dem Seize arbeiten kann. Er hat die Reveals für die Positionen, die Afterplant-Lineups in Stimmy, die Ult. Du kannst mit Raze und Brim alleine komplette Side-Space nehmen. Einfach nur mit deiner Präsenz. Dass du beide Ults ready hast, dass du Util ready hast. Du kannst so viel Space auf Bind wegnehmen. Diese beiden Agents sind meiner Meinung nach die, die am wenigsten ersetzbar sind. Aber du kannst hier statt dem Brim auch zum Beispiel eine Astra spielen. Das geht noch klar, denke ich. Auf Fracture, das ist die Focus-Comp. Ich bin der Meinung, es ist die stärkste Comp und die kontert fast alle anderen Comps, wenn du sie richtig executest. Es gibt aber hier eine Variation an Agents, die viable ist und auf Fracture kann jedes Team sein eigenes Game spielen. Also ich glaube, dass das hier die offenste Map ist, wo am meisten gechanged werden kann und wo es keine fixe Meta gibt. Du kannst hier genauso gut einen Double Sentinel spielen, du kannst eine Sage spielen, du kannst auch eine Chamber verwenden. Du musst nicht unbedingt Neon spielen, aber sie ist super stark. Du brauchst doch keine Raze, sondern kannst einen Breach gehen. Du kannst eine Sky spielen. Also ich glaube, Fracture ist eine der Maps, wo am wenigsten locked ist. Ich glaube, hier kannst du mit Abstand am allermeisten ändern, wenn du möchtest. Aber die Focus-Comp ist eben meiner Meinung nach die stärkste Comp auf der Map. Dann auf Haven gilt ähnlich zu oben. Das ist sehr viel, was man changen kann, was man interpretieren kann. Du kannst hier jeden Smoker spielen. Sogar eine Viper ist irgendwo viable, aber wahrscheinlich im Comp nicht so gern gesehen. Du kannst statt einer Jett eine Raze spielen. Du kannst auch einen Chamber als Entry spielen mit dem KO gemeinsam. Du brauchst auch nicht die Killjoy, sondern kannst hier auch für einen Breach oder für eine Sage gehen. Und Sky und sowas sind genauso viable. Also Haven und Fracture sind, wie gesagt, die Maps, wo am meisten Möglichkeit Spielraum drin steht, glaube ich. Icebox, Viper ist hier ein Must-Pick. Das ist die Optik-Comp. Ich bin, wie gesagt, der Meinung, die ist die beste Comp. Die Comp von G2 kann man auch spielen. Die spielen Chamber, Killjoy, Sage, Sova,
und Race, glaube ich. Aber ich weiß, na, was ist das letzte? Egal, auf jeden Fall, die G2-Comp ist auch sehr gut. Aber das hier ist, glaube ich, auch die stärkste Comp, die Optik-Comp. Funktioniert mit Abstand am besten. Du kannst den Sova hier auch noch eine Sky austauschen. Fade ist, glaube ich, hier nicht so geil spielbar. Du kannst doch für Double Smoke gehen und spielst statt dem Sova einen Omen noch. Oder statt der Sage einen Omen noch. Aber wie gesagt, ich denke, das ist die beste Comp, die du spielen kannst. Und auf Split kann man auch noch recht viel rumdeichseln. Race ist hier, glaube ich, ein Must-Pick. Statt dem Omen geht auf jeden Fall ein Brimstone. Eine Astra ist auch in manchen Teams viable. Ich habe sehr gerne Astra gespielt, zum Beispiel auch auf der Map vorher. Killjoy funktioniert hier fast genauso gut wie ein Cypher. Du kannst auch einen Chamber spielen, wenn du unbedingt möchtest. Die Sage ist austauschbar mit einem Breach zum Beispiel. Der KO ist halt hier schon mit Abstand der stärkste, aber kannst auch einen Breach zum Beispiel nehmen stattdessen. Statt dem KO noch einen Breach dran, dann behältst du auf die Sage. Geht auch. So würde ich das circa jetzt mal andenken, was meiner Meinung nach die stärksten Comps da sind. Und ja, wenn ihr das eh schon richtig gesehen habt, in meiner Liste hier wird auf beinahe jeder Map KO gespielt. Aktuell wahrscheinlich einer der stärksten Agents. Chamber auch immer noch stark viel vertreten. Auf 5 Maps, glaube ich, habe ich jetzt drin. Genau, ja. Nein, auf 4 Maps habe ich drin. Kann man aber auch auf allen anderen Maps auch spielen. Also, wie gesagt, Chamber ist auf Fracture Viable, Chamber ist auf Ascent, wahrscheinlich der schlechtere. Das geht schon gut klar. Und natürlich eine Jett ist oft vertreten. Nicht mehr so oft wie früher. Ich finde halt auf Bind und auf Split ist es Must-Pick. Hier ist es variabel. Ich meine, es gibt auch Teams, die spielen zum Beispiel Yoru, ne? Ist auch machbar. Kannst nichts sagen. Ah ja, das ist so, glaube ich, die Tierlist mit den besten Teamcomps, die man aktuell spielen kann. Ah ja, ein bisschen Tierlist-Content wieder reingestreut, ne? Habt ihr Spaß gehabt? Schon, oder?